Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich will erst einmal Danke sagen. Danke, dass ihr mich vor fast 4 Jahren als eure Spitzenkandidatin in den Deutschen Bundestag geschickt habt. Ich finde, der wichtigste Ort in einer Demokratie ist das Parlament und ich bin dankbar dafür, diese aufregende und wichtige Aufgabe zu erleben, aber sie auch mit Leben zu erfüllen. Mit Haltung klar gegen den Flüchtlingsentrechnungskurs dieser Bundesregierung, im Dialog mit meinen europäischen Kollegen auf der Suche nach einer Lösung für Europa der gelebten Solidarität, im täglichen Kampf für Einzelfälle mit einem wunderbaren Team, ob im Abschiebeflieger nach Afghanistan oder bei dem Versuch, Eltern und ihre Kinder wieder zusammenzuführen, Missstände eben nicht nur nachzulesen, sondern vor Ort zu sein und mit den Verantwortlichen die Auseinandersetzung darüber zu suchen. Und manchmal, liebe Freundinnen und Freunde, sogar mit Erfolg. Das waren meine 4 Jahre im Deutschen Bundestag. Diese Arbeit, vor allen Dingen aber das Konkrete daran, hat mich immer gefordert. Aber es hat mich vor allen Dingen auch erfüllt. Und genau deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, stehe ich heute zum zweiten Mal vor euch und bitte um euer Vertrauen. Meine Eltern haben einen Großteil ihres Lebens in der DDR in Unfreiheit verbracht. Sie wissen, was es bedeutet, wenn der Staat in jedem Winkel des Privaten steckt und deinen freien Geist bedroht. Sie haben es selbst erlebt, sie haben damals unter hohem Einsatz ihrer persönlichen Freiheit auch dafür gekämpft, dass ihre Töchter eines Tages im Bekanntenkreis oder auch auf der Bühne für ihre Überzeugung und für ihre Ansichten kämpfen und streiten dürfen, und zwar ohne Angst. Und genau darauf kommt es doch jetzt wieder an, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt, wo Deutschland, wo Europa und man hat das Gefühl, die ganze Welt erneut beginnt, demokratische Errungenschaften in Frage zu stellen, ganz egal, wie gut es uns eigentlich geht. Mein Antrieb ist es genau deswegen, die Erfahrung meiner Eltern und ihrer Generation in die Auseinandersetzung unserer Zeit zu bringen und für die Freiheit und für Demokratie einzustehen. Und ich will auch, dass mein eigener Sohn Pete in ein paar Jahren sagen kann, meine Eltern haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sie haben sich nicht opportun verhalten, sie haben gekämpft und sie haben an die Stärke der Demokratie geglaubt, liebe Freundinnen und Freunde. Die letzten Jahre waren in vielerlei Hinsicht eine Zäsur, nicht nur, aber auch, was die Flüchtlingspolitik anging. Aber vor allen Dingen, was den Zustand unserer eigenen Demokratie angeht. Eine Bundesregierung, die keine Bauchschmerzen damit hat, an allen Ecken und Enden die Rechte der Opposition im Parlament, so klein sie auch sein mag, zu beschneiden, die ist nicht gut für unsere Demokratie. Eine Kanzlerin, die mit Selfies nach außen Flüchtlingssolidarität demonstriert, nach innen aber verantwortlich ist für einen der massivsten Einschnitte in unserem Asylrecht, die ist nicht gut für den demokratischen Zusammenhalt. Eine Bundesregierung, die statt vehementer für eine europäische Lösung zu kämpfen, die Flinte ins Korn wirft und die Verantwortung am Schlagbaum zum Krisengebiet abgibt, die ist nicht gut für die demokratische Moral in unserem Land. Sozialdemokraten, die, um ihre Regierungsbeteiligung nicht zu gefährden, in Kauf nehmen, dass in der Brutalität von Vertreibung und Flucht getrennte Kinder und ihre Eltern nicht mehr zusammenfinden, die ist schlecht für das Herz der Demokratie. Und ein Innenminister, der sich, um kurz vor der Wahl noch mal Härte zu demonstrieren, eine eigene afghanische Wirklichkeit baut, der ist nicht gut für die außenpolitische Verantwortung in unserem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Innenminister Thomas de Maizière begründet seine Sicherheitseinschätzung in Afghanistan unter anderem damit, dass die Zivilbevölkerung in Afghanistan ja nur Opfer, aber nicht eigentliches Ziel der Taliban sei. Diesen Satz muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil er ist nicht nur zynisch, er ist auch falsch. Falsch, weil zu keinem Zeitpunkt in der jüngeren afghanischen Geschichte nur die afghanische Staatsmacht oder deutsche Soldaten vor Ort bedroht waren. Die vielen Minderheiten im Land, die Frauen im Allgemeinen, und all diejenigen, die sich gegen den Islamismus der Taliban zur Wehr setzen, waren immer schon Opfer gezielter Tötungen und Anschläge. Die steigende Zahl der zivilen Toten spricht für sich. Und zynisch, ich frage mich ganz ehrlich, wie das mit christlichen Werten vereinbar sein soll, so eine Unterscheidung zu machen. Opfer oder ausgemachtes Ziel? Den Hinterbliebenen ist es im Zweifel egal. Liebe Freundinnen und Freunde,
Ein Innenminister mit so einer Sach- und Menschenkenntnis, dem sollte man wirklich nicht die Macht überlassen, diese Entscheidung für all unsere Bundesländer über die Abschiebung nach Afghanistan zu treffen. Und deswegen ist es wohltuend zu sehen, dass unser Bundesland mit Mut und vor allen Dingen Courage von seinen föderalen Rechten Gebrauch macht und das auch steht. Und wir alle wissen, das ist kein leichtes für unseren Innenminister, unseren sozialdemokratischen, und es verdient wirklich Respekt. Aber auch hier, liebe Grüne, mit dem Abschiebestopp ist es nicht getan. Er ist von kurzer Dauer, und auch wenn ihr euch darauf verlassen könnt, dass wir weiter für einen bundesweiten Abschiebestopp kämpfen werden, brauchen wir gerade für die Länder mehr Antworten. Und eine liegt eigentlich schon seit Jahren auf der Hand. Unter den Abgeschobenen waren so viele Menschen, die bestens integriert sind, sich selbst versorgen, hier Kinder bekommen haben, die seit 10, 15 oder 20 Jahren in unserem Land leben. Wir müssen es endlich schaffen, dass diese Menschen aus den Dauerduldungen kommen und ihnen endlich einen sicheren Aufenthalt geben. Hier haben wir das nämlich als Land in der Hand. Da brauchen wir keinen Bundesinnenminister für. Also lasst uns genau diese Aufgabe jetzt anpacken, liebe Freundinnen und Freunde. Das Beispiel Afghanistan zeigt, Außenpolitik und Innenpolitik sind untrennbar miteinander verbunden. Einfacher Gedanke eigentlich, ja? Eigentlich. Für uns Grüne heißt das, dass wir mit unserem Handeln vor Ort, mit unserer Außen- und Handelspolitik, mit unserem Konsum, mit unserem klimaschädlichen Verhalten direkten Einfluss auf die Lebensqualität in anderen Regionen dieser Welt haben. Wir Grüne sagen das schon immer, die Bundesregierung aber hat es bis heute nicht begriffen. Sie betreibt eine innenpolitisch motivierte Außenpolitik, und das sieht man auch am Umgang mit Erdogan und der Türkei. Ich war vorletzte Woche mehrere Tage in der Türkei, und ich kann euch aus eigener Erfahrung berichten, wie schwer es überhaupt noch ist, in diesem Land mit der Opposition ins Gespräch zu kommen. Nicht nur, weil es die AKP aktiv verhindert, ja, sondern weil das Klima der Angst vor Inhaftierungen allgegenwärtig ist. Und nachdem die Kanzlerin und ihre CDU Jahr um Jahr die Türkei in ihrem Streben in die EU blockiert hat, wird Erdogans neue Türkei plötzlich zum Hauptverbündeten der Bundesrepublik. Warum? Damit wir in Deutschland weniger Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan haben. Und zu welchem Preis? Dem lauten Schweigen. Während Erdogan im Osten einen neuen Bürgerkrieg anzettelt, schweigt diese Bundesregierung. Während an der Grenze zu Syrien auf Flüchtlinge geschossen wird, schweigt sie. Während Erdogan das halbe Land unter Terrorverdacht stellt, schweigt sie. Während er legitimierte Volksvertreter, darunter auch unsere Freunde von den türkischen Grünen, inhaftiert, schweigt sie. Das ist der Preis, den wir zahlen, weil Europa unfähig war, für eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik zu kämpfen und Verantwortung zu übernehmen. Es gab andere Wege, dieser aber war der einfachste. So, liebe Freundinnen und Freunde, darf es aber nicht gehen. Und ihr alle verfolgt sicher den Fall Deniz Yücel. Deniz Yücel ist Journalist bei der Zeitung Die Welt und berichtet aus der Türkei. Vergangene Woche wurde Deniz inhaftiert, ein deutscher Staatsbürger mit Doppelpass, weil er unter Terrorverdacht steht, wie so viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Vor ein paar Wochen, 3 Monaten, glaube ich, noch hatten wir Deniz Yücel zu uns nach Kiel eingeladen. Hier in Kiel hat Deniz zwar ein dunkles Bild über die Zukunft der Türkei gezeichnet, er hat uns aber auch klargemacht, dass es ihn nach wie vor gibt, den Esprit des Gezi-Parks. Die Menschen, die für eine demokratische, für eine europäische Türkei kämpfen und täglich ihre Freiheit riskieren. Liebe Freundinnen und Freunde, ich halte es mit den Worten von Claudia Roth. Wir vergessen sie nicht. Wir vergessen sie nicht, die Journalisten und Redakteure, die 180.000 Lehrer und Richterinnen, die Opposition, die Staatsanwälte und Professorinnen, die Polizisten und Beamten, deren Stimmen jetzt hinter Gitter sind. Wir vergessen sie nicht. Mit uns Grünen in der Regierung hätte es so ein Deal nicht gegeben, und erst recht darf so eine Politik auch nicht als Blaupause für weitere Deals wie mit Libyen, Ägypten oder Eritrea geben. Flüchtlingspolitik, das beginnt nicht erst vor unserer Haustür. Und auch wenn derzeit noch die meisten Menschen vor Bürgerkriegen und massiven Menschenrechtsverletzungen fliehen, in den kommenden Jahren wird sich die Klimakrise weiter verschärfen. Sie wird den Druck auf die Ressourcenverteilung erhöhen. Während wir, die Industrieländer, für 80% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, tragen die Länder des globalen Südens 80% ihrer Folgen. Wassermangel, Wüstenbildung werden zu einem Kampf um schrumpfende landwirtschaftliche Flächen führen. Und wir alle wissen es, die Folgen des Klimawandels, sie wirken konfliktverschärfend. Und wenn wir nicht endlich anfangen, ehrlich über das Thema Klimaflucht und Fluchtursachenbekämpfung zu sprechen, dann werden die Folgen noch drastischer sein. Dann wird es künftig keinen einzigen Flüchtling weniger geben.
Und was meine ich mit ehrlich? Wir müssen verstehen, dass Ökologie und Klimaschutz untrennbar mit sozialen Fragen verbunden ist. Dies gilt. Dies gilt hierzulande genauso wie global. Auch hier wohnen die ärmsten Menschen an den verdrecktesten Straßenkreuzungen. Und wenn wir diese Verbindung nicht aufzeigen, wenn wir uns nicht um genau diese Fragen kümmern, wir Grüne, dann tut es niemand. Und auch für solche Fragen braucht es uns in der nächsten Bundesregierung, liebe Grüne. Und dafür wollen wir uns einsetzen und kämpfen. Und das müssen wir auch nach außen tragen und deutlich machen. Es kommt darauf an, dass es eine Alternative zur Großen Koalition gibt. Entscheidend ist doch am Ende nicht, ob Merkel oder Schulz im Kanzleramt sitzen. Eine Alternative, die kann es nur mit uns geben, liebe Freundinnen und Freunde. Und in diesem Wahlkampf braucht es eben genau dafür einen offenen Dialog mit Menschen auf Augenhöhe. Ich will nicht darauf warten im Wahlkampf, dass Menschen zu uns an den Wahlkampfstand kommen. Ich will zuhören und will hören, was sie zu sagen haben. Aber dafür müssen wir auch zu ihnen gehen. Und ich möchte das tun in der nächsten Wahl mit meinem Freund Konstantin, dem passioniertesten Demokratieschützer, den ich persönlich kenne. Denn dieses Doppel, das kann ich, glaube ich, sagen, das ist kein Zweckbündnis. Nach 4 Jahren Innenausschuss kann ich euch sagen, Konsti und ich, wir wissen, wie man für Demokratie kämpft und wir haben nicht vor, damit aufzuhören, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür. Und dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Herzlichen Dank.